Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, heute werden wir doch endlich mal schauen, ob wir jetzt die Quest mal abschließen können von der Wes. Und zwar den zweiten goldenen Handschuh zu finden. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo es dorthin geht. Steht ja hier. Missionsbuch. Seelenruhe. Lien des Vergessens in Moradin und in Uraya Perla Parks. Den Uraya, den haben wir ja schon gefunden. Ich glaube, vorletzte Folge oder so war das. Wenn ihr sehen wollt, wo der ist, einfach wieder einschalten. Ich glaube, es steht eh in der Beschreibung drin. So, wir werden jetzt mal hier runter gehen. Das Karte zeigt eigentlich hier runter. So. Was haben wir hier? So, dann wäre hier noch was. Ah! Boah, ich hab's überlebt. Okay, genau hier war ich vorher nämlich schon. Nur konnte ich da nicht ganz runtergehen, weil eben das Nebelmeer so hoch gestanden ist. Und jetzt müsste es eigentlich. Ja, jetzt ist dort unten frei. Jetzt schauen wir mal, ob das auch der richtige Weg ist. Lien des Vergessens, genau, wir sind richtig. Geheimpunkt. Okay, hier sind ein paar Mopsis. Aber komm, wir probieren mal, ob wir die klatschen können. Greifen die uns an? Ja, okay, die greifen uns an. Oh, die machen gut Schaden. Sehr schön. So.
So, und hier hinten könnte jetzt endlich die Ausgrabungsstelle sein. What have we here? I adore fishies. So shiny and cute. Is it night time already? Please consider taking a rest. Ah, hier. Treasure acquired. Da kommt auch schon die Kiste. Treasure acquired. Goldener Handschuh rechts. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, ab zurück nach Torigod in Gormod. So, Gormod, Torigo, und dann gehen wir doch gleich mal hierher. Und geben die Quest ab. So, müsste jetzt hier oben sein. Okay, er wird wahrscheinlich im Haus sein. Da wollen wir jetzt nicht reinkommen, aber wir stellen einfach die Zeit mal auf früh morgens. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Ist eine gute Zeit. Genau, und da ist er auch schon. Hey Marbon, wir hatten Erfolg auf unserer Suche. Oh, hallo. Ja, das sind sie zweifellos. Beide hatten recht. Einer war in Mor Aydin und einer in Uraya versteckt. Ach, ein Handschuh an jedem Ort, Sachen gibt's. Vielen Dank, dass ihr sie für mich geholt habt. Kein Problem. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich gleich noch eine Bitte habe. Es geht noch weiter. Könntet ihr die Handschuhe meinem Sohn und meiner Tochter bringen? Sie haben beide ihre eigene Familie und leben in unterschiedlichen Ländern. Na gut, sorgen wir dafür, dass diese Geschichte einen guten Schluss bekommt. Das ist sehr nett, ich danke euch. Mein Sohn heißt Antis, er müsste in Al-Wakawanich sein, in Mor Aydin. Meine Tochter heißt Noel, sie lebt in Fonsamima in Uraya. Natürlich ist für euch eine Belohnung drin. Viel Erfolg. Okay, schauen wir doch mal. Uraya. Gehen wir doch mal gleich nach Uraya. Okay. Von Sumaya ist groß. Okay, machen wir einfach mal hier bitte. Let us go. So, das finde ich natürlich richtig geil hier, weil du einfach nicht die riesen Ladezeiten hast. Und kann direkt gleich weiterzucken. So, da ist Noel. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Tora klärt, also. Blablabla. Mein Vater schickt euch. Oh, danke, dass ihr so einen weiten Weg auf euch genommen habt. Ein Handschuh aus Gold, der sieht extrem wertvoll aus. Da schäme ich mich ja fast, ihn anzunehmen. Aber gut, wenn es ein Geschenk meines Vaters ist. Übrigens, wie geht es ihm und Wes? Wes hat sich oft um mich gekümmert, als ich noch klein war. Sie ist sehr sanft und warmherzig für eine Klinge. Ach ja, hier. Das ist eine Halskette aus Pinienstein. Könntet ihr die Wes geben, wenn ihr sie das nächste Mal seht? Klar. Machen wir doch. Vielen Dank, ihr seid sehr nett. Alles klar, dann haben wir das und dann müssen wir nach Al-Wakawanich. Mor Aydin, Al-Wakawanich, da sind wir schon und wir gehen direkt zum Tor. Als Schmiedi. Muss ja hier irgendwo sein, ne? Alle Schlingel her.
Ah, da oben ist er. Antis. Oh, wer seid ihr denn? Also, die Sache ist die. Von meinem Vater? Das ist aber nett von euch, dass ihr den ganzen weiten Weg hierher auf euch genommen habt. Ich weiß noch, wie mein Vater mir von diesem goldenen Handschuh erzählt hat, als ich noch ein Kind war. Ich habe meinen Vater und Wes seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich hoffe, den beiden geht es gut. Wahrscheinlich macht Wes immer noch ihre Reisbällchen, oder? Meine Schwester und ich, wir haben diese Reisbällchen geliebt. Ich sollte die beiden einmal zusammen mit meiner Familie besuchen gehen. Ach ja, hier. Könntet ihr das meinem Vater geben? Das ist Schmuck, den ich selbst angefertigt habe. Vater hat wahrscheinlich keine Verwendung dafür, aber ich will ihm zeigen, dass es uns hier gut geht. Nun, ist gleich die Übung für Tora und Freunde, vor allem wir Freunde. Wir werden uns ergebens bemühen, euren Worten Taten folgen zu lassen, Meister Tora. Vielen Dank. Okay, dann ab zurück nach Duomo. Und nur um Reisen hier. Aber so haben wir schon wieder mal eine Quest weniger. Und es wird mein Questbuch nämlich zu voll. So, okay. Wir sind wieder da, Marbon. Oh, schön euch zu sehen. Geht es den Kindern gut? Die kommen wunderbar klar, soweit wir das sehen konnten. Glitzerige Handschuhe sind wie gewünscht ausgeliefert. Gut, das freut mich. Und wie ging es, Antis und Noel? Sind sie beide so groß geworden, wie ich dachte? Sie sind beide stattliche Erwachsene. Ach ja, sie haben uns beide etwas für euch mitgegeben. Oh, wie schön. Sie meinten auch, sie wollten mal wieder zu Besuch kommen. Ach, das wäre wunderbar. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit sie geheiratet haben. Das ist jetzt Jahre her. Ich hoffe, sie schaffen es bald hierher. Wäre das nicht großartig, Marbon? Ja, in der Tat. Gut zu wissen, dass es ihnen gut geht. Dann hätte ich mir ja nicht solche Sorgen zu machen brauchen. Marbon sieht sehr glücklich aus. Wer wäre das nicht, wenn die Familie nach so langer Zeit mal wieder zusammenkommt? Oh, da grummelt aber einer. Hold on. My belly's starting to rumble. Oh, goodness. Is it that late already? Don't worry. I won't be 10 minutes. I'll make enough for everyone. So, what's on the menu today? I'll give you 3 guesses. Oh, all right. I'll play along. Could it be dumplings? Spot on. You all right there, man? Yes, don't you worry. Just a pesky little cough. She's a sweet lass, isn't she? Totally, and her cooking's top-notch. If making of dumplings is same as cooking. She is perhaps a little misguided at times, but her love and compassion cannot be faulted. Right. My life never amounted to much. To be honest with you, I did some reckless things in my time, all to be the center of attention. And every time I bungled something up, Vess and the kids would suffer for it somehow. But Vess, she stuck by my side all the same. She took the role of my dearly departed, bless her soul, and started looking after the kids for me. She's become a part of the family now. I don't know what we'd do without her. And that's why
I just want her to have a good life. Do you know what I'm saying? Are you all right? I'm fine. I just need to lie down for a bit. That seems like the best course of action. Ob der nochmal aufsteht, weiß ich auch nicht. Let me just close my eyes a moment. Marbon? Okay. Macht Marbon Haier? Ich fürchte, er ist. Aber auch Meister sind Menschen. Irgendwann geht ihr Leben zu Ende. So traurig es ist, das ist der Weg aller Dinge. Oh, was ist denn mit Wes? Klinge und Meister stehen in Verbindung. Sie müsste in ihren Kernkristall zurückgekehrt sein. Ich gehe nachsehen. Ich komme mit. Da ist der Kernkristall von der Wes. Wes ist wirklich in ihren Kernkristall zurückgekehrt. Das hat sie sicher aus heiterem Himmel getroffen. Kann neuer Meister Wes wieder auferwecken? Ja, aber erst, wenn der Kernkristall wieder eine normale Farbe angenommen hat. Aber Erinnerungen an Marbon sind dann weg. So ist es. Das ist unser Schicksal als Kling. Aber unsere Erinnerungen bleiben bestehen. Bleibt bestehen. Stimmt. Solange Poppy und Freunde das sind, kann Wes alles über alten Meister erfahren. Wird Wes sicher freuen. Ja, du hast recht. Wir müssen dafür sorgen, dass Wes glücklich wird. Das war Marbons größter Wunsch. Okay, somit haben wir Wes das Kernkristall. Und ich denke mal, wir können ihn noch nicht benutzen, weil sie ja gesagt haben, er muss erst die normale Farbe wieder an. Da können wir jetzt gleich mal schauen. Klingen, resonieren. Ja, mit wem resoniere ich denn die? Eieiei. Nein, können wir noch nicht benutzen. Okay, glaube ich, warte da noch mal ein bisschen mit dem Resonieren. Weil ich will jetzt wirklich nicht alles mit der Nia resonieren. Das ist ja Wahnsinn. Okay, dann hätten wir das. Jetzt schauen wir aber noch mal. Wir haben jetzt einen Söldnerauftrag erledigt. Ob wir jetzt schon die eine Quest jetzt endlich mal beenden können. Bitte der Bürgerwehr. Wie sieht die Söldnertruppe aus? Die brauchen noch. Nopon haben Hunger. Das könnte es vielleicht sein, weil der Nopon da hinten hat ja auch drüber geredet, dass er Hunger hat. Und vielleicht kann ich es erst erledigen, wenn die Söldnermission hier erledigt ist. Aber schauen wir jetzt noch mal nach. Mann, großen Hunger, bla. Okay, geht doch nicht. Geht leider noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wo ist die? Das ist die Hauptquest. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt noch, bis die Quest dort vorbei ist.
Dann werden wir schauen, ob wir vielleicht irgendwie noch Waffen kaufen könnten. Dass wir die Klinge ein bisschen stärker machen. Schauen wir mal, was er im Angebot hat. Ja, ich glaube, das ist eh alles zu schlechtes hier. Okay. Aber wir wollten Instrumente kaufen. Dann gehen wir noch mal auf Tora. Research is progressing. Poppy's favorite. Was hat sie denn jetzt hier noch? Instrumente. Research is progressing. Poppy's favorite. Research is progressing. Poppy's favorite. This is delicious. Gotta have a healthy body to fight at peak performance. Okay, können wir hier noch was machen? Na, übernachtet haben wir vorher schon, wird nicht viel gehen. Vergessen hier.
glaube, da hinten war auch noch eine Sammelpunkt. Währungspunkt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen schon mal rüber. Vielleicht funktioniert es jetzt. Motor ist noch ein Punkt. So. Nupun haben Hunger. Warum heißt die Söldner Stufe 1 500 von 500? Ich bin aber nicht Stufe 2. Guess the squad's dismissed then. I've still got room to improve. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Gibt's doch nicht, warum geht denn das nicht? Okay, nochmal. Agentum-Nudelsuppe. Tollgut Mampf, das haben wir gemacht. Jetzt schauen wir mal, was wir in Agentum noch machen können. An seltene Aufträge. Agentum. Jetzt schauen wir mal. Kran, nee. Gewürzstraße, das könnte es doch sein. Gewürze aus Uraya werden immer beliebter und immer teurer. Ich brauche dringend einen exzellenten Zuliefervertrag für vor allen anderen Geschäften. Komm, wir machen jetzt das nochmal. Gewürzstraße. Was haben wir in Gormut noch? Okay, Gewürzstraße. Was brauchen wir da? Weiblich eine Klinge. Dann nehmen wir gleich sie hier. Boah, Faustklingen. Haben wir drei Faustklingen? Ach Gott, das haben wir doch gar nicht, oder? What's the plan, boss? Oh, wir haben sogar noch Ursula. Everyone's counting on me. Okay, wir schicken mal die mal los. We are the shadow puppets. And I am the boss. Passt eben, mit der Ursula mussten wir eh was machen. Don't forget me while I'm gone. You hear? Okay, wie lange dauert das? 50 Minuten, oder? Boah. Okay. Alles klar. Dann nehmen wir aber einmal bitte. Wir haben jetzt einen Klingenpartnerplatz frei. Da haben wir eigentlich eine Heilung noch drin. Bleibt uns nichts anderes übrig. Hier haben wir noch eine Heilung. Auf Blitz. Ja. Nehmen wir den dabei mit rein. Oh,
Hat die was? Ich wollte ja eigentlich nichts geben. Oh, komm. So, alles klar. Hier hat sie ja auch schon ein bisschen was erledigt. Aber einen Hilfsgang gebe ich jetzt nicht. Ich schau mal, ob ich da nochmal übernachten muss. Oder komm, wir machen jetzt die Hauptquest weiter. So, schließe die Mission. Wo ist Layla ab? Machen wir das doch mal, dann müssen wir wahrscheinlich nach Moaidin. Porten wir uns mal hier hin. Let's rest the spell. Let's get going. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber trotzdem schon einen Cut und schauen in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest, wenn du wieder mit dabei bist. Und wenn du genauso viel Spaß hattest, lass mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. So, jetzt aber genug gesabbelt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.